Hier ist jetzt der Sonderpunkt Aktuelle Stunde aufgerufen worden. Humanitäre Katastrophe an der türkisch-syrischen Grenze nach dem militärischen Aufmarsch der IS. Beantragt wurde diese Aktuelle Stunde von der Fraktion der Linken. Und in der Tat, man braucht ja nur eine Nachrichtensendung anzuschauen, ist diese humanitäre Katastrophe sicherlich bei jedem präsent. Jeden Tag wird es schlimmer. Vor allen Dingen die Türkei ist betroffen über die vielen Flüchtlinge. Und Heike Hensel hat jetzt als Erste das Wort für die Aktuelle Stunde beantragt. Zehntausende, vor allem viele Kurden, Kurdinnen sind auf der Flucht in der Region. Ich war selbst am Sonntag vor Ort und konnte mit eigenen Augen sehen, wie das Erdogan-Regime die Grenze zu Syrien für kurdische Flüchtlinge, Familien, Kinder, die mit ihrem Hab und Gut am Stacheldrahtzaun saßen, geschlossen hatte. Sie fliehen vor den Terrorgruppen des Islamischen Staates. Und die Dorfbevölkerung von der türkischen Seite, die helfen wollte, wurde mit Tränengas beschossen. Nahrung und Zelte, die sie mitgebracht hatten, wurde von türkischen Sicherheitskräften zerstört. Wer vor Ort ist, bekommt ein ganz anderes Bild, als es hier in den Medien vermittelt wird, auch was die große Anzahl Flüchtlinge anbetrifft, die angeblich jetzt über die Grenze gekommen seien. Ich habe sie nicht gesehen. Es gibt zweifelsohne sehr viele Flüchtlinge, aber sie werden eben bei weitem nicht alle über die Grenze gelassen. Und das ist in dieser Notsituation schlichtweg kriminell. Die Türkei muss die Grenzen öffnen für diese Flüchtlinge. Und wir brauchen viel mehr humanitäre Hilfe. Auch die UN oder der Rote Halbmond waren in dieser Region nicht vor Ort. Alle Hilfe in der Grenzstadt Suruç wird ausschließlich von der kurdischen Zivilbevölkerung in der Türkei geleistet, die zum Teil selbst sehr arm sind. Und was hat eigentlich die Bundesregierung gemacht? Ich habe von Ihnen zu dieser Situation vor Ort nichts gehört. Sie haben nicht einmal den türkischen Botschafter einbestellt, um gegen diese Politik zu protestieren. Ich finde das beschämend. Und haben Sie ernsthaft versucht, auf die Türkei einzuwirken, damit diese ihre Unterstützungspolitik für den Islamischen Staat aufgibt und die Grenzen stattdessen für die kurdischen Flüchtlinge öffnet? Die Berichte häufen sich nämlich, auch zum Beispiel in der New York Times, von Rekrutierungsmöglichkeiten des Islamischen Staates in der Türkei, von Krankenhausaufenthalten. Wir selbst haben auch gerade Berichte davon, dass zum Beispiel IS-Kämpfer aus Kobane mittlerweile in Urfa im Krankenhaus behandelt werden. Oder Ölverkäufe des Islamischen Staates an die Türkei und so weiter. Dass die türkische Grenze für IS-Kämpfer offen ist, aber für Flüchtlinge nicht, das ist inakzeptabel. Und die Bundesregierung betreibt da eine Politik des organisierten Wegschauens. Hier könnten Sie internationale Verantwortung zeigen, aber Sie übersetzen das ja nur noch mit Militärinterventionen, Waffenlieferung und imperialer Einflussnahme. Und Sie, Herr Roth, waren in Zypern, um die Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei voranzutreiben. Ich bitte Sie wirklich, erklären Sie dies einmal der Öffentlichkeit hier im Land. Sie wollen ausgerechnet jetzt die Beitrittsverhandlungen mit dem Erdogan-Regime intensivieren, das diese Mörder des Islamischen Staates unterstützt hat und offenbar weiterhin unterstützt. Ich frage mich, sieht so Ihre angeblich wertegeleitete Außenpolitik aus? Wir brauchen endlich einen Kurswechsel in dieser Außenpolitik. Für eine Außenpolitik, die Verantwortung ernst nimmt und eben nicht mit den Sponsoren und Unterstützern des Islamischen Staates paktiert. Und deshalb fordern wir auch, dass Rüstungsexporte in die Türkei gestoppt werden und die stationierten Patriots und Bundeswehrsoldaten aus der Türkei abgezogen werden. Das wäre ein deutliches Zeichen. Stattdessen kriminalisieren Sie weiterhin hier in Deutschland ausgerechnet die kurdischen Organisationen, wie zum Beispiel die PKK, die im Norden Syriens und im Irak die einzigen waren, nachweislich, die die verfolgten Jesiden verteidigten und die sich auch jetzt verteidigen in Syrien gegen den Islamischen Staat. Die Linke setzt sich für ein Ende des PKK-Verbotes in Deutschland ein. Das ist überfällig. Die USA bombardieren nun völkerrechtswidrig Syrien in Verbund mit den Golfdiktaturen, ausgerechnet den Staaten, die zu den Brandstiftern im Nahen Osten gehören. Und die Kanzlerin rollt auch noch dem blutigen Diktator Katars in Berlin den roten Teppich aus. Das ist wirklich nicht mehr zu übertreffen. Wir lehnen auch diese US-Bombardierungen ab. Sie bedeuten neue Opfer, neue Fluchtbewegungen. Das ist keine Lösung für uns.
Die katastrophale Situation im Nahen Osten mit diesen Millionen von Flüchtlingen, all dem Elend, ist nämlich die Folge der zahlreichen militärischen Interventionen in der Region, allen voran der Irakkrieg, auch der die Menschen dort ethnisch und religiös gespalten hat, und die Politik der Destabilisierung des syrischen Staates, diese massive Einmischung von außen, diese Regime-Change-Politik. Und nun werden sie diese Geister, die sie riefen, nicht mehr los. Den Preis zahlen die Menschen in der Region. Wir haben diese Politik von Anfang an abgelehnt. Wir fordern eine außenpolitische Wende, verantwortungsvolle, friedliche Politik, die alle Akteure in der Region einbezieht, auch den Iran, auch Russland, der die Zivilbevölkerung für eine politische Lösung mit einbezieht im Rahmen einer neuen Syrien-Initiative, die umfassend für eine politische Lösung streitet. Dann kommen wir vielleicht dazu, dass Menschen nicht mehr aus ihren Ländern fliehen müssen. Danke. Heike Hensel war das für Die Linke. Die neuen Bombardierungen seien keine Lösung. Ich frage mich dabei immer nur, wie will Die Linke die IS denn stoppen? Nächster Redner Johann Wadepuhl, er ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Ich habe mich gefreut, dass die Fraktion das Thema in die Aktuelle Stunde hineingebracht hat. Die Flüchtlingssituation an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien, auch an der Grenze zum Irak. Nicht deswegen, weil es schön wäre, darüber zu debattieren, aber deshalb, weil es wichtig ist, über diese humanitäre Katastrophe zu sprechen und sich Gedanken zu machen, was kann Deutschland, welchen Beitrag kann Deutschland dazu leisten, um das Leid der Menschen dort zu reduzieren. Das ist, glaube ich, unseren gedanklichen Einsatz hier in diesem Hause und auch den Einsatz letzten Endes von allen Menschen, die in deutscher Verantwortung dort tätig werden können, wert. Aber dass Sie das jetzt auf so eine billige Art und Weise instrumentalisieren, Ihre wohlbekannte Kritik an der Türkei hier zu wiederholen und auch in einer vereinfachenden Art und Weise zu wiederholen und eine Wende in der deutschen Außenpolitik, wobei Sie der deutschen Außenpolitik, das habe ich bisher ja noch gar nicht gehört, eine imperiale Einflussnahme unterstellen. Also das ist schon... Das ist heute noch trauriger als das Flüchtlingsschicksal. Das ist eine wirklich traurige Vorstellung. Die Flüchtlingssituation ist wirklich beklemmend. Und ich glaube, Deutschland leistet heute sehr viel. Wir haben darüber bei der Diskussion über Waffenlieferungen miteinander gesprochen. Deutschland braucht sich im europäischen Konzert in keinster Weise zu verstecken. Und das heißt aber trotzdem nicht, wir haben Anlass zu Selbstlob, sondern es ist einfach unser Selbstverständnis, dass wir als eine starke Volkswirtschaft das tun, was wir an Möglichkeiten haben, dort wirtschaftlich zu helfen und insbesondere die humanitäre Katastrophe abzuwenden. Das wird nicht vollends gelingen. Ich glaube auch nicht, dass wir am Ende unserer Möglichkeiten sind, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, wir sollten uns dafür einsetzen, die Mittel zu erhöhen. Und bei allem Bekenntnis, zu dem ich stehe, und das ja auch Grundlage unserer Koalitionsarbeit ist, dass wir keine neuen Schulden machen wollen, da müssen wir, glaube ich, neue Schwerpunkte setzen. Wir können nicht die Augen davor verschließen, dass in diesem großen Umfange Menschen leiden, sterben, dahinsiechen. Da ist Deutschland gefordert. Das glaube ich ganz sicher. Aber wir müssen natürlich dennoch auch gucken, dass wir jetzt nicht einfache Rezepte haben. Ich habe jetzt aus der Linksfraktion im Auswärtigen Ausschuss gehört, die Waffenlieferungen seien an die falschen Kurden erfolgt. Na gut, da wäre ja dann die Aussage drin, Waffenlieferungen an sich wären schon mal richtig. Wenn das jetzt Ihre Kehrtwende in der Außenpolitik ist, dann würde ich auch noch mal bitten, die dem Hohen Hause insgesamt zu erläutern, damit wir das Bild auch stimmig kriegen. Aber es gibt doch niemanden im Deutschen Bundestag, und wir haben darüber lange diskutiert, der jetzt gesagt hat, das ist die einzige Maßnahme, die hilft. Das ist die einzige Maßnahme, wo wir der Meinung sind, da sind wir zu 100% sicher, dass es wirklich richtig ist in dieser Situation. Sondern wir müssen doch einfach in unserer Hilflosigkeit einräumen, dass es leider keine andere Möglichkeit gibt, um kurzfristig hier vielleicht für eine kleine Entlastung zu sorgen, dass eben bedauerlicherweise auch ein militärischer Einsatz notwendig ist. Und alle, die das tun, tun das ja nicht, um imperiale Einflussnahme auszuüben, sondern tun das, um Menschenleben zu retten in einer ganz schwierigen Situation. Und alle
die das vor Ort tun. Welcher Religion, welcher Nationalität, welchem Stamm auch immer sie angehören, die haben, finde ich, unseren Respekt und unsere Unterstützung verdient, denn sie helfen einfach Menschenleben retten. So, und eine Aktuelle Stunde mit jeweils 5 Minuten für den einzelnen Redner ist natürlich nicht geeignet, um weiter die Thematik nun wirklich grundlegend zu erklären. Wir sind bei der Problematik dieser Organisation, die sich zu Unrecht, wie selbst ja alle führenden geistlichen Führer des Islam sagen, islamischer Staat nennt. Und wir sollten vielleicht auch mal aufhören, sie so zu nennen. Wir sind bei der Analyse der Probleme noch nicht am Ende. Aber wir müssen eben sicherlich neben einer militärischen Antwort auch viele andere Antworten noch geben. Und darüber werden wir viel diskutieren. Ich möchte nur einen Aspekt noch aufwerfen, der natürlich jetzt aktuell ist, den Sie auch angesprochen haben. Sie werfen uns vor, wir hätten für eine Destabilisierung des syrischen Staates gesorgt. Das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Aber ich bin jetzt auch dagegen, dass man sich jetzt hinstellt und einfach sagt, nur weil Assad jetzt so in letzter Zeit sich verhält, wie er sich verhält, und möglicherweise auch diese islamistischen Kämpfe, Krieger jetzt bekämpft, die einfache Logik zu sagen, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das stimmt nicht. Assad hat Giftwaffen eingesetzt, und das dürfen wir nie unterstützen, das dürfen wir nie legitimieren. Und auf der Seite solcher Regimeführer dürfen wir nie stehen. Den Eindruck haben Sie bedauerlicherweise erweckt. Die Diskussion geht weiter. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Rednerin in der Aktuellen Stunde ist jetzt für die Bündnisgrünen Claudia Roth. Sie ist ja Vizepräsidentin des Bundestages und auch Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 140.000 Menschen in 4 Tagen. 140.000 Menschen, die aus Angst vor der Terrorherrschaft der ISIS aus Syrien in die Türkei geflohen sind. 140.000 Menschen. Das sind mehr als die knapp 130.000 Flüchtlinge, die im gesamten Jahr 2013 in Deutschland Asyl beantragt haben. Damit erhöht sich die Zahl der Flüchtlinge, die seit über 3 Jahren in der Türkei aufgenommen worden sind, auf etwa 1,5 Millionen. Frauen, Männer, Kinder, die Sie in Istanbul sehen, in Ankara, in Antakya und auch und vor allem in der Region Mardin, Midyat, wo nicht nur Christen, aber auch Jesiden aufgenommen worden sind. Liebe Kolleginnen, 11,5 Millionen, über die Hälfte aller Syrer und Syrerinnen sind auf der Flucht vor dem brutalen Krieg Assads. Ich gebe Ihnen absolut recht, der jeden Tag weitergeht, und vor dem Terror der ISIS. Millionen von Flüchtlingen in den Nachbarländern, im Libanon, in Jordanien, in der Türkei, in irakisch-Kurdistan und im Irak, zusätzlich 1,8 Millionen Binnenvertriebene. Christen, Jesiden, Turkmenen, Schiiten, auch Sunniten. Die Realität ist ein Exodus, eine Vertreibung biblischen Ausmaßes. Die Realität sind über 200.000 Tote, sind Folter, sind Misshandlung, sind entgrenzte Gewalt. Eigentlich fehlen mir die Worte, das Ausmaß der Tragödie zu beschreiben, die Antonio Guterres, der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, und gestern auch Ban Ki-moon als die größte humanitäre Katastrophe mit den höchsten Flüchtlingszahlen seit dem Zweiten Weltkrieg dramatisch beschrieben haben. Es fehlt buchstäblich an allem. Ich konnte mir zuletzt in Dohuk ein Bild davon machen. Es fehlt an einer breiten und sehr viel größeren internationalen Unterstützung. Es braucht eine humanitäre Offensive, um Menschenleben zu retten und Überleben zu sichern. Eine Unterstützung, die aber auf lange Zeit angelegt sein muss, denn die Menschen, die Flüchtlinge, können nicht so schnell in ihre Heimat zurückkehren. Es fehlt an Lebensmitteln, an Kleidung, an Gesundheitsversorgung, um Epidemien zu verhindern. Wir haben gestern im Ausschuss gehört, dass im Irak Polio in der Zwischenzeit ausgebrochen ist. Es braucht Traumabehandlung, es braucht sanitäre Einrichtungen. Es braucht feste Unterkünfte, denn der bitterkalte Winter steht vor der Tür nach der brüllenden Hitze jetzt im Sommer.
wenn ich auffordere, die UN-Organisationen zu unterstützen, denen die Mittel ausgehen, wenn ich auffordere, Hilfsorganisationen wie die Caritas, wie die Diakonie, wie die Welthungerhilfe, wie Medico International viel mehr zu unterstützen, dann ist das nicht nur die Einforderung humanitärer Verantwortung für Menschen in allergrößter Not, sondern ist das auch und vor allem der Versuch der politischen Stabilisierung der Aufnahmeländer, der Nachbarländer Syriens, deren Infrastruktur unmittelbar zu kollabieren droht. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, selbstverständlich ist es unbedingt notwendig, dass die Grenze oder die Grenzen der Türkei, dass die Grenzen Libanons, Jordaniens oder des Iraks für Schutzsuchende offen bleiben, damit sie sich retten können vor Krieg, vor Gewalt und vor Verfolgung. Aber ich rate sehr, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf diese Länder zu zeigen, bei aller Kritik über die Bilder, die wir auch gesehen haben, auch bei aller Kritik an der Syrienpolitik von Tayyip Erdogan. Denn wie sieht es denn mit der Aufnahme von syrischen und irakischen Flüchtlingen bei uns aus? Wie sieht es mit der Aufnahme von Flüchtlingen in der Europäischen Union aus? Deutschland nimmt zwar mehr Menschen auf als andere EU-Länder. 20.000 Menschen seit 2011. 20.000 gegenüber 1,5 Millionen in der Türkei. Sie sehen, das ist nicht einmal der Tropfen auf den heißen Stein. Und es muss einen doch beschämen, angesichts dieser großen Katastrophe, dass die Europäische Union insgesamt ihrer Verantwortung nicht gerecht wird oder dass Deutschland zum Beispiel dem EU-Trust für Fonds für Syrien nicht beitreten will. Wir unterstützen Innenminister de Maizière, wenn er eine europäische Flüchtlingspolitik einfordert. Das heißt dann aber auch, dass sie endlich menschenrechtskonform werden muss, durch die Abschaffung des Dublin-Systems, durch eine Erleichterung der Familienzusammenführung, durch humanitäre Visa für Menschen auf der Flucht, durch ein breit angelegtes Resettlement-Programm, durch eine viel, viel größere Zahl von Flüchtlingen, die Deutschland und die Europäische Union aufnehmen muss. Mich erreichen in diesen Tagen Briefe, sicher viele von Ihnen bekommen ähnliche Briefe, wie beispielsweise der Brief einer verzweifelten Frau aus Deutschland, die versucht, ihre aus Kobani in die Türkei geflüchtete Cousine mit ihren 3 Kindern nach Deutschland zu holen. In solchen Fällen können wir zeigen, dass wir unsere Schutzverantwortung ernst nehmen. Ich danke Ihnen. Das Wort hat der Kollege Nils Annen für die SPD-Fraktion. Nils Annen ist der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die erneute von ISIS ausgelöste Flüchtlingswelle, sie verschärft in der Tat die humanitäre Lage in der Region. Und ich glaube, es geht uns allen so, die Berichte von den Flüchtlingen, die sich in die Türkei retten konnten, die sind erschütternd. Und angesichts der anhaltenden Flüchtlingskatastrophe in der gesamten Region, und wir reden in der Tat, wir reden über Syrien, wir reden über den Libanon, wir reden über Jordanien, wir reden auch über den Iran und natürlich auch über den Irak, weil all diese Länder auch innerhalb ihrer staatlichen Grenzen ja noch mal Flüchtlinge aufgenommen haben. Die sind wirklich dramatisch. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich glaube, wir alle müssen ein bisschen aufpassen, dass wir angesichts dieser Bilder, die täglich über den Fernsehschirm flimmern, nicht auch ein wenig abstumpfen vor den Bildern, die dort auf uns einprasseln. Die Ermordung, Versklavung, Vertreibung von politischen Gegnern und Angehörigen anderer Glaubensgemeinschaften, die ISIS zu politischen Gegnern erklärt hat, ist ein Teil der perfiden Strategie des sogenannten Islamischen Staates. Und deswegen, meine Damen und Herren, wenn wir, so wie es die Bundesregierung tut, den Flüchtlingen helfen, dann tun wir das aus humanitärer Verantwortung. Wir tun es aber auch, und ich bin der Meinung der Kollegin Roth, weil es eine Antwort, ein Teil einer politischen Antwort auf den Krieg von ISIS ist, die versuchen ihre Ideologie, ihre Vorstellungen auch durch breitflächige Vertreibung durchzusetzen und gleichzeitig mit den von ihnen ausgelösten Flüchtlingsströmen die Stabilität der gesamten Region zu erschüttern und dabei auch wieder ihren eigenen Machtbereich auszuweiten. Wir stellen dem die entschlossene Bekämpfung von ISIS entgegen.
und gleichzeitig aber eben auch eine Stärkung von Staatlichkeit. Denn darum geht es letztlich. Und zur Stärkung von Staatlichkeit gehört auch die Stärkung von UN-Organisationen wie dem UNHCR dazu, weil letztlich UNHCR, Welternährungsprogramm, aber auch UNICEF und die vielen privaten NGOs, die sich engagieren, ja einen Teil zur Regierbarkeit dieser Region wieder beitragen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke auch, dass es gut ist, dass wir wieder im Rahmen der Vereinten Nationen über die Probleme diskutieren. Wir haben jetzt eine Resolution gegen sogenannte Foreign Fighters. Das ist ein Fortschritt, dass der Sicherheitsrat zu einer einstimmigen Empfehlung gekommen ist und zu einem Beschluss gekommen ist. Ich denke, dass dieser Gang in die Vereinten Nationen der richtige Weg ist. Und ich möchte auch die Bundesregierung ermutigen, sich noch stärker für die Aufwertung der UNO und dieses Engagement der Aufwertung der UNO weiter zu befolgen und sich dafür einzusetzen. Die SPD, meine Damen und Herren, unterstützt die Bemühungen der Bundesregierung für eine inklusive Regierung in Bagdad und für eine breite politische Allianz, die vor allem eine regionalpolitische Allianz gegen ISIS sein muss. Und da haben wir ja Fortschritte erlebt. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, Frau Kollegin Hensel, es gibt viele Punkte, die man kritisieren kann an der Regierung Erdogan. Ich bin auch der Meinung, dass in den letzten Jahren und Monaten zu häufig die Teile der Grenze zu Syrien offen waren, die hätten geschlossen sein müssen, und dass die Teile der Grenze geschlossen waren, gerade wo wir humanitäre Hilfe gebraucht hätten, die geöffnet hätten sein müssen. Das ist richtig. Aber die Art und Weise, wie Sie hier mit Unterstellungen arbeiten, mit plakativen Vorwürfen arbeiten und wie Sie hier sozusagen ohne jegliche Unterlegung von Fakten der türkischen Regierung unterstellen, den Islamischen Staat zu unterstützen, macht auch eine konstruktive Kritik gar nicht mehr so einfach. Und ich glaube, dass es richtig ist, dass sich die Bundesregierung engagiert hat in einem Dialog, in der Zusammenarbeit. Ich will übrigens auch darauf hinweisen, dass die vorschnelle Vorstellung, man könnte jetzt mit einem radikalen Schnitt oder man wäre gut beraten mit einem radikalen Schnitt, was die Beitrittsverhandlungen angeht, dafür zu sorgen, die Politik Ankaras zu ändern, da sind Sie auf dem Holzweg. Wir haben übrigens weitestgehend unbeobachtet von der Öffentlichkeit, ich bin der Bundesregierung dankbar dafür, in den letzten Monaten Fortschritte gemacht, auch bei den Beitrittsverhandlungen. Wir brauchen die Türkei. Und wenn wir die Türkei brauchen als Teil eines regionalen Bündnisses, ist diese Politik, die Sie uns empfehlen, glaube ich, wirklich kein Weg in die richtige Richtung. Es ist doch ein großer Verdienst der Regierung Erdogan gewesen, in den letzten Jahren auch Friedensgespräche beispielsweise mit der PKK zu führen. Und die aktuelle Situation zeigt doch, wie richtig und wie wichtig dieser Weg ist. Und ich bin auch dafür, übrigens will Ihnen das auch offen sagen, dass wir Gespräche da, wo es notwendig ist, auch mit der PKK oder ihrem syrischen Ableger führen. Aber das, was Sie hier tun, ist vollkommen auszublenden, dass diese Organisation Terroranschläge begangen hat, auch hier in Deutschland. Und es ist auch eine unverantwortliche Politik auszublenden, dass dort, wo der PKK-Ableger in Syrien eine regionale Machtbasis aufgebaut hat, es keine politische Alternative gibt. Reden Sie doch mal mit den Kurden, die in Opposition zur PYD stehen. Es handelt sich dabei weiterhin um eine straff organisierte, autoritäre Partei. Und deswegen finde ich das ein wenig irritierend, wie Sie auch hier mit unterschiedlichem Maß messen. Nein, meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind insgesamt sehr verantwortlich mit einer ausgesprochen schwierigen Situation umgegangen. Im Mittelpunkt unserer Bemühungen sollte nicht die Suche nach einer kurzfristigen Überschrift in der nächsten Ausgabe einer Zeitung stehen, sondern es sollte die Bemühung im Mittelpunkt stehen, die humanitäre Lage für die Menschen zu verbessern. Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Nils Annen war das für die SPD-Fraktion. Die humanitäre Lage für die Menschen verbessern, ja, das zieht sich hier durch ein roter Faden durch diese Debatte. Bernd Fabricius wird jetzt der nächste Redner sein. Er kommt von der CDU-CSU-Fraktion und sitzt im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Der Krieg des IS gegen die zivilisierte Welt führt zu einer humanitären Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes. Tiefe Betroffenheit und Empathie mit den Flüchtlingen wurde bereits deutlich artikuliert. Im Kampf gegen das Elend der Flüchtlinge müssen wir daher die Wurzel des Übels angehen. Der marodierende und mordende IS muss zurückgedrängt werden. Deutschland übernimmt in dieser schwierigen Situation in vielfältiger Weise Verantwortung. Auch die Lieferung von Waffen an die kurdischen Peschmerga war richtig. Und das ist bestimmt keine imperiale Einflussnahme, Frau Kollegin Hensel. Eine derartige Diktion hätte ich von Ihnen eher bei der russischen Präsenz in der Ukraine erwartet.
Die Unterstützung der Weltgemeinschaft bei der Bekämpfung des IS ist beachtlich. Auch beim NATO-Partner Türkei würde ich mir eine entschiedenere Positionierung gegenüber dem IS wünschen. Die Türkei ist eines der Hauptaufnahmeländer in der Region und hat für die Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen große Anerkennung verdient. Die Eindämmung der Terrorgruppe IS erfordert ebenfalls gemeinsame Anstrengungen, und gerade die Türkei als direkter Nachbar spielt eine entscheidende Rolle. Das gestrige Umdenken des türkischen Präsidenten war überfällig. Aber auch wir in Deutschland müssen wachsam sein. Radikalisierung findet auch hier statt. Der Kampf gegen die IS beginnt in Deutschland, meine Damen und Herren. Wir müssen Radikalisierung bereits im Ansatz unterbinden. Dafür sind wir auf die Unterstützung der muslimischen Gemeinschaft angewiesen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass die Islamverbände am vergangenen Freitag deutlich gemacht haben, dass Terror und Hass nicht geduldet werden dürfen. Hier stehen die Verbände weiter in der Pflicht. Und für schlechte Scherze wie die Scharia-Polizei in Nordrhein-Westfalen habe ich bei dem Ernst der Lage überhaupt kein Verständnis. Bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Region nimmt Deutschland ganz deutlich Verantwortung wahr. Innerhalb Europas tragen wir, das wurde schon gesagt, den größten Anteil. Die Akzeptanz in der Bevölkerung und die Bereitschaft zu helfen sind hoch. Aber gerade weil die Lage in der Region so dramatisch ist und wir mit weiteren Flüchtlingsströmen rechnen müssen, ist es wichtig, diese hohe Akzeptanz nicht zu gefährden. Ein bedeutender Schritt in diese Richtung war die Bestimmung sicherer Herkunftsländer. Dadurch werden in Deutschland dringend benötigte Kapazitäten frei, sodass die wirklich Schutzbedürftigen, wie die Flüchtlinge aus Syrien, aufgenommen werden können. Ich möchte zur Vermeidung der Radikalisierung jedoch noch einen Schritt weitergehen, meine Damen und Herren. Es wird oft gefordert, Fremde sollten zwar integriert, aber nicht assimiliert werden. Mit derartigen Aussagen machen wir es uns zu einfach. Selbstverständlich sollen bei uns lebende Menschen ihre kulturelle Identität behalten und gerne ihre Bräuche pflegen. Ich fordere jedoch eine Assimilierung in unsere Wertegemeinschaft, an der wir festhalten und die wir nicht preisgeben wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bereitschaft, differenziert Verantwortung in Europa zu übernehmen, ist leider nicht überall zu beobachten. Wir müssen immer wieder feststellen, dass andere EU-Länder ihren Verpflichtungen, zum Beispiel im Rahmen des Dublin-Verfahrens, nicht angemessen nachkommen. Insbesondere beim Zustrom von Flüchtlingen über das Mittelmeer kommt es oft zu Unregelmäßigkeiten. Italien verzichtet auf eine Registrierung und lässt an seinen Küsten angelandete Flüchtlinge ungehindert weiterreisen. Auch Österreich nimmt seine Verantwortung bei den entsprechenden Kontrollen häufig nicht ernst genug. Sollten geltende EU-Prinzipien auch weiterhin auf diese Art und Weise verletzt werden, sollten wir dringend über die Möglichkeit vorübergehender Grenzkontrollen auch innerhalb des Schengen-Raums nachdenken. Der Schwerpunkt der Flüchtlingshilfe muss in den Nachbarstaaten Syriens liegen. Dort kommen die meisten Flüchtlinge an. Deutschland hat seit 2012 rund eine halbe Milliarde Euro für humanitäre Hilfe und zur Verbesserung der Infrastruktur in den Nachbarstaaten Syriens bereitgestellt. Zudem ist das technische Hilfswerk vor Ort und sorgt für sauberes Trinkwasser in den Flüchtlingslagern. Die Erfahrungen aus diesem Engagement haben deutlich gezeigt, jeder Euro Hilfe vor Ort erreicht mehr Menschen als bei einer Aufnahme dieser Flüchtlinge in Deutschland. Und das muss letztlich unser oberstes Ziel sein, dass unsere Hilfe so viele Menschen wie möglich erreicht. Vorhin sprach ich davon, die Wurzel des Übels anzugehen. Die beste Lösung der humanitären Katastrophe an der türkisch-syrischen Grenze ist die Befriedung im Krisengebiet. Die Eindämmung des IS sowie eine Lösung des Syrien-Konflikts sind die Voraussetzungen dafür, dass die zahllosen Flüchtlinge bald wieder in ihr Heimatland zurückkehren können. Das sollte unser aller Ziel sein. Danke. Bernd Fabricius war das für die Unionsfraktion. Und während der Bundestag hier diskutiert über diese Flüchtlingsfrage,
Katastrophe ist die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen heute Morgen ja zu einem Blitzbesuch nach Erbil aufgebrochen, in die Kurdenhauptstadt. Dort traf sie sich unter anderem mit Kurdenpräsident Barzani und sicherte weitere Hilfe zu. In der Aussprache jetzt in dieser aktuellen Stunde geht es weiter mit André Hunko für die Linksfraktion. Wir diskutieren darüber, wie diese... Das geht immer weiter hoch. Also. Wir diskutieren darüber, wie diese Wurzel angegangen werden muss. Was ich aber nicht akzeptieren kann, ist, dass die notwendige Flüchtlingshilfe, die wir auch hier leisten müssen, dem sozusagen entgegengestellt wird, dass gegeneinander ausgespielt wird. Das ist beschämend angesichts dieser Situation. Gegenwärtig ist die Verteidigungsministerin von der Leyen in Erbil, um die Waffenübergabe an die kurdischen Peschmerga zu überwachen. Es ist ihre Politik, liebe Kollegen von der Bundesregierung, die die Kurden in gute Kurden und schlechte Kurden einteilt. Die Peschmerga werden mit Waffen beliefert. Gleichzeitig gibt es keine Stellungnahme, keine ernsthafte Stellungnahme ihrerseits zu der Situation an der türkisch-syrischen Grenze. Ich würde mir wünschen, dass ein Vertreter der Bundesregierung jetzt auch konkret zu dieser türkisch-syrischen Grenze fährt, um sich die Lage vor Ort anzuschauen. Wir sprachen von der Wurzel des Übels. Herr Fabricius, die IS, der sogenannte IS, ich mag den Begriff auch nicht, der sogenannte IS ist eine Erscheinungsform des Übels, aber nicht die Wurzel. Die Wurzel liegt in jahrzehntelanger kolonialer und imperialer Politik in dieser Region, in Kriegen, einem Krieg nach dem anderen, im Irakkrieg 1991, im Irakkrieg 2003 mit 100.000 Toten. Und die Kerntruppen der IS rekrutieren sich aus den sogenannten Revolutionsgarden von Saddam Hussein, die aus diesem Krieg hervorgegangen sind. Und sie liegt auch in der Politik, die in den letzten Jahren auch leider vom Westen in Syrien gemacht worden sind. Man war richtig besessen davon, Assad zu stürzen und hat gar nicht mehr hingeschaut, welche Kräfte in Syrien auch unterstützt worden sind, darunter auch dschihadistische Kräfte. Und was die Türkei angeht, es ist ja ein offenes, es wird ja auch in der Türkei selbst offen diskutiert. Ich will ja gar nicht mit dem Zeigefinger daran gehen. Ich zitiere jetzt einfach einen türkischen Journalisten, der schreibt, das Duo Tayyip Erdogan, Ahmet Davutoğlu hat regelrechte Geburtshilfe bei der Geburt des Islamischen Staates und an der gesamten Südgrenze zu unserem Staat geleistet. Und das muss aufhören. Und ich will einfach nur, dass die Bundesregierung klar sagt, das muss aufhören, diese Unterstützung muss aufhören. Wir reden über die Flüchtlinge aus der Region Rojava in Syrien. Das ist eine Region, die in den letzten 3 Jahren sich weitgehend selbstverwaltet hat, in demokratischer Selbstverwaltung, wo ein Versuch gemacht wird, alle Ethnien und Religionen der Region in einem demokratischen Prozess zusammenarbeiten zu lassen. Es ist ein hochspannender Prozess. Für mich ist es einer der Hoffnungsschimmer in der Region. Und ich glaube, dieser Prozess sollte auch anerkannt werden und auch international diskutiert werden, weil er könnte ein Modell sein für ein friedliches Zusammenleben der verschiedenen Ethnien und Religionen in der Region. Und auch da würde ich mir wünschen, dass das klar benannt wird von Seiten der Bundesregierung. Wir hatten vor wenigen Wochen die Situation an dem Berg Şengül, wo Einheiten der syrischen Kurden, der YPG, zusammen mit der PKK Zehntausenden Jesiden das Leben gerettet haben. Wir haben gleichzeitig in Deutschland die Gesetzeslage gehabt, dass die PKK hier verboten ist, während gleichzeitig zu dem Zeitpunkt noch der Islamische Staat, der sogenannte, erlaubt war. Es gab so absurde Situationen auf Demonstrationen, wo Fahnen des Islamischen Staates erlaubt waren, während die Polizei bei Fahnen der PKK einschreiten muss. Ich glaube, dass diese Politik der Kriminalisierung eines Teils der Kurden aufhören muss. Ich denke, das PKK-Verbot muss überprüft werden und auch
die EU-Terrorliste, und die Listung der PKK auf der EU-Terrorliste müssen überprüft werden. Es gibt sehr konkrete Handlungsempfehlungen der Kurden hier in Deutschland, des kurdischen Zentrums für Öffentlichkeitsarbeit, was die Situation an der Grenze angeht. Ich glaube, die kann man unterstützen. Es geht um die vollständige Öffnung des Grenzübergangs Mürsit-Bitna für die grenzüberschreitende Nothilfe. Es geht um die Unterbindung der Grenzübertritte für IS-Mitglieder und Dschihadisten, die sich dem IS anschließen wollen. Es geht um die Unterstützung aller kurdischen Gruppen, eben nicht nur bestimmter kurdischer Gruppen. Es geht um die Anerkennung, das habe ich eben gesagt, der demokratisch autonomen Verwaltungen in Rojava. Es geht um die Ausweitung der humanitären Hilfe. Ich unterstütze natürlich auch, dass wir mehr Flüchtlinge aufnehmen müssen in dieser akuten Situation. Aber einen letzten Punkt will ich auch noch sagen. Meine Kollegin Heike Hensel war am Wochenende da. Ich bitte Sie von der Bundesregierung und von den anderen Fraktionen, fahren Sie bitte an die Grenze und schauen sich die Situation vor Ort an. Nicht alle Informationen, die wir hier bekommen, sind gleich den wirklichen Ereignissen dort. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. André Hunko war das für die Linksfraktion. Seine Fraktion hatte ja auch diese Aktuelle Stunde angemeldet. Die nächste Rednerin hier in der Aussprache, Gabriela Heinrich, kommt von der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen. Rund 9.000 Flüchtlinge haben in den ersten Monaten dieses Jahres die Grenze überquert. Das Aufnahmeland muss diese Flüchtlinge versorgen, medizinisch betreuen und menschenwürdig unterbringen. Das ist unzweifelhaft eine große Herausforderung für das Aufnahmeland. Die Herausforderung ist so groß, dass gedroht wurde, die Grenze zu kontrollieren. Gemeint war die bayerisch-österreichische Grenze, um die Einreise von weiteren Flüchtlingen zu verhindern. Es war der bayerische Ministerpräsident, der die Rückkehr zu Grenzkontrollen forderte und angesichts der Flüchtlingszahlen eine Überforderung Bayerns und Deutschlands beklagte. Meine Damen und Herren, es liegt mir völlig fern, mich mit diesem Vergleich lustig zu machen. Mir ist sehr wohl bewusst, welche Schwierigkeiten unsere Kommunen angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen bewältigen müssen. Aber ich gebe zu, ich musste bei den Zahlen, die wir aus Syrien gehört haben, als dann vor ein paar Tagen die Empörung hochschlug über die zeitweilige Schließung der Grenzen, genau daran denken. Meine Damen und Herren, Sie kennen die Zahlen, die Kollegin Roth hat sie heute schon genannt. 130.000, 140.000 Syrer in die Türkei in wenigen Tagen, 1,5 Millionen Flüchtlinge bereits in der Türkei, 3 Millionen Syrer sind in die Nachbarländer geflohen, neben der Türkei in den Libanon, nach Jordanien, Ägypten, in den Irak. Und nur 4% dieser syrischen Flüchtlinge haben in Europa Asyl beantragt. Besonders schwierig ist die Situation der syrischen Frauen. Jede vierte syrische Flüchtlingsfamilie wird von einer Frau geführt. Nur wenige werden von Verwandten unterstützt. Sie sind meist völlig auf sich selbst gestellt, müssen irgendwie ihre Familien durchbringen und haben keine Chance auf eine existenzsichernde Arbeit. Ohne einen begleitenden Ehemann werden sie gedemütigt und belästigt. Sexuelle Übergriffe sind an der Tagesordnung. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat deswegen zur verstärkten Unterstützung dieser Frauen aufgerufen. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung macht mit der geplanten Flüchtlingskonferenz zur Hilfe der Anrainerstaaten deutlich, dass das Thema Flüchtlinge ganz oben auf der politischen Agenda steht. Die Probleme der Frauen müssen Teil dieser Konferenz werden. Deutschland hat 20.000 syrische Flüchtlinge aufgenommen, auch dies wurde bereits erwähnt, aus humanitären Gründen ein ganz wichtiger Beitrag. Und es ist auch richtig, wenn wir mehr Solidarität innerhalb der europäischen Gemeinschaft einfordern. Europa ist mehr als nur eine Wirtschaftsgemeinschaft. Wir müssen uns zuallererst als Wertegemeinschaft begreifen,
wenn wir eine gemeinsame Zukunft haben wollen. Und dazu gehört das Recht auf Asyl in den Ländern der Europäischen Union. Aber welche Handlungen leiten wir von diesem Wert ab? Europa kann nicht von den Nachbarländern Syriens erwarten, dass sie 3 Millionen Flüchtlinge angemessen versorgen, jedoch die Aufnahme von Flüchtlingen weitgehend ablehnen. Wir können es auch dann nicht erwarten, wenn wir viel Geld für die humanitäre Hilfe zur Verfügung stellen. Nehmen wir uns ein Beispiel an all den Kommunen in Deutschland, wo sich vielerorts aktuell Unterstützerkreise bilden, wo Nachbarn und Kirchengemeinden sich um die Flüchtlinge kümmern, Ärzte und Krankenschwestern helfen, die Ankommenden medizinisch zu versorgen, wie in meiner Heimatstadt Nürnberg. Es gibt durchaus viele, die verstanden haben, dass über 50 Millionen Flüchtlinge auf der Welt auch unseren Teil an Solidarität einfordern, und sie erwarten dies auch von unserer Politik. Die Wertegemeinschaft steht vor einer ungeheuren Herausforderung. Terrorismusbekämpfung und Massenmorde zu stoppen, ist die eine Seite. Schnelle humanitäre Hilfe ist die andere. Seit 2012 hat Deutschland die Krisenregion mit über 600 Millionen Euro unterstützt. Angesichts der aktuellen Flüchtlingsströme, nicht nur in die Türkei, ist der Bedarf an dieser Hilfe aber nicht weniger, sondern mehr geworden. Deswegen setzt sich die SPD in den Haushaltsberatungen für eine Aufstockung der humanitären Hilfe ein. Und wir haben ja heute gehört, dass dies, denke ich, in der Koalition Konsens ist. Es muss uns gelingen, das Morden und Zerstören in Syrien und im Irak zu beenden. Die Weltgemeinschaft wird sich diesmal aber auch beim Wiederaufbau langfristig engagieren müssen, um die Weichen für einen nachhaltigen Frieden zu stellen. Erinnern wir uns an die Solidarität, die wir als Deutsche, ein Teil der Bundesrepublik, nach dem Zweiten Weltkrieg erfahren haben. Dankeschön. Gabriela Heinrich war das für die SPD-Fraktion. Ihr folgt jetzt von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Omid Nuripur. Er ist der außenpolitische Sprecher seiner Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Barbaren von ISIS haben an diesem Wochenende in 48 Stunden 60 Dörfer erobert. Vor ihren Augen hatten die Menschen in diesen Dörfern diese unglaublichen Gräueltaten, die wir kennen. Allein die Zahl der jesidischen Frauen, die mittlerweile auf Sklavenmärkten verkauft worden sein sollen, ist bei 5.000. Und selbstverständlich sind sie dann geflohen. Was blieb ihnen denn übrig? 140.000 über die türkische Grenze ist gerade genannt worden. Ja, es gab Einsatz von Wasserwerfern und Tränengas. Ja, es gab Chaos. Ja, einiges, was Ankara macht, ist tatsächlich problematisch bis hochambivalent. Ja, es ist ein Problem, wenn zeitweise die Grenzen geschlossen werden. Ja, es ist ein großes Problem, dass in der Vergangenheit ISIS-Kämpfer tatsächlich freien Grenzverkehr hatten. Ja, es ist ein Problem, wenn die humanitäre Hilfe an der Grenze stecken bleibt. Ja, wir brauchen klare Worte Richtung Ankara. Aber trotzdem machen Sie es viel zu einfach, verehrte Kollegin Hensel. Es ist einfach nicht die Zeit, um darüber zu sprechen, dass wir jetzt nicht mehr mit der Türkei reden, dass wir die Drähte cutten und dass wir jetzt nicht mehr mit denen über Beitritt reden. Wir brauchen jetzt mehr Engagement Richtung Türkei. Wir müssen deutlich mehr nicht nur Vorwürfe machen, sondern vor allem auch Hilfe anbieten. Aber auch mehr Hilfe anbieten. Natürlich ist die Türkei überfordert. Welches Land wäre das nicht? Natürlich, 1,5 Millionen haben sie schon aufgenommen. Und ganz ehrlich, wir haben unsere Geschichte in diesem Land mit der PKK. Man sollte jederzeit der PKK die Möglichkeit geben, zu zeigen, dass sie sich verändert hat. Aber wenn sie jetzt am Wochenende erklärt, dass jetzt der Aufruf jetzt folgen wird zum Kampf, und zwar zum grenzlosen Kampf, grenzenlosen Kampf. Und wenn man die Geschichte kennt, und dann kann man sich vorstellen, dass es nicht unbedingt großes Vertrauen in Ankara auslöst. Und deshalb muss man da ein bisschen vorsichtiger agieren mit den Vorwürfen, die man in alle Richtungen dort tatsächlich von sich gibt. Ich will zur humanitären Hilfe jetzt vieles nicht wiederholen. Ich will auf einen einzigen Punkt noch mal hinaus, der ist hier schon mal genannt worden. Es gibt vieles, was die Menschen brauchen. Die meisten Menschen fliehen von der einen auf die andere Minute mit dem Einzigen, was sie am Körper haben und sonst mit nichts. Und wir rennen jetzt auf den Winter zu. In 8 Wochen wird in vielen dieser Gegenden Schnee liegen. Deshalb bitte, liebe Bundesregierung,
Bitte reden Sie mit den anderen in der EU, schicken Sie feste Unterkünfte, Container, das ist das Notwendigste, was jetzt gebraucht wird. Bitte darauf achten, dass das das Wichtigste, was derzeit gebraucht wird. Die ganzen Katastrophen, über die wir gerade sprechen, an der Grenze, sind aber wirklich nur ein kleiner Ausschnitt des Horrors und des Grauens, nicht nur im Nordirak, sondern vor allem in ganz Syrien. Wir reden über bis zu 200.000 Toten mittlerweile, mindestens 20% davon Kinder. Wir reden davon, dass die Hälfte der Bevölkerung Syriens mittlerweile humanitäre Hilfe braucht. Wir reden über Hunger als Kriegswaffe, immer wieder von der Regierung Assad eingesetzt, in Yarmouk, in Zabadani, in Homs oder in dem, was Homs als Stadt früher einmal war. Die UN haben tatsächlich an bestimmten Punkten auch geschafft zu reagieren. Wir wissen, die Sicherheitsratslage ist blockiert und kompliziert, aber die Resolution 2165 ist ja eindeutig. Es geht darum, dass geholfen wird. Es geht darum, dass humanitäre Hilfe auch grenz- und frontenübergreifend geschieht. In der Situation ist es einfach alles andere als nachvollziehbar, wenn die Europäische Union dann für dieses Jahr die EU-Hilfsmittel tatsächlich um die Hälfte streicht. Und wenn mir dann noch erzählt wird aus Brüssel, dass Herr Schäuble derjenige wäre, der quasi da den meisten Druck dazu gemacht hätte, dann fehlt mir ehrlich gesagt jedes Wort und jedes Verständnis dafür. Und wenn der Kollege Fabricius völlig zu Recht sagt, jeder Cent, den wir dort aufwenden an den Grenzgebieten für die humanitäre Hilfe, ist wirklich ein großer Beitrag, dass es den Menschen besser geht, dann kann ich nur sagen, verflucht noch mal, schauen Sie sich doch mal Ihren eigenen Haushaltsentwurf für 2015 an. Sie streichen die Mittel für humanitäre Hilfe um 38%, und das in einer Zeit, in der die Katastrophen Tag für Tag größer und mehr werden. Das hat mit dem vielen schönen, hehren Worten, die Sie hier ansprechen, überhaupt nichts mehr zu tun. Und wenn der Kollege Oppermann hier das schöne Versprechen von sich gibt, hat er gemacht in der letzten großen Debatte, die wir hatten, dass die SPD stets darauf achten wird, dass die humanitäre Hilfe mindestens genauso hoch ist wie das Geld, was für Militär ausgegeben wird, nämlich 70 Millionen zurzeit. Und wir gestern im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe erfahren, dass das nur 25 Millionen sind. Da kann ich nur die SPD auffordern, dieses Versprechen ganz dringend mit ganz viel Nacharbeit tatsächlich auch zu erfüllen. Alles andere wäre tatsächlich Augenwischerei. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dagmar Wörl, CDU/CSU. Herr Präsident, vielen Dank. Frau Hensel, dass ich Ihnen mal Danke sagen sollte, hätte ich zwar nie gedacht, aber ich bin Ihnen dankbar, dass wir Ihnen heute die Aktuelle Stunde zu diesem Thema zu verdanken haben. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Herr Kollege Hunke, dass Sie versuchen, hier die IS zu rechtfertigen, ist für mich unverständlich. Es gibt keine Rechtfertigung für diese Terrororganisation, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es sind Monster. Sie töten unsere Frauen und Kinder. Sie überziehen das ganze Land wie ein unaufhaltsames Krebsgeschwür. Das waren die Worte eines Flüchtlings, als er nach endlosen Strapazen angekommen ist, endlich auf der anderen Seite der Türkei. Das sind Worte, die einem im Gedächtnis bleiben, ebenso wie diese dramatischen, schrecklichen Szenen, die wir die letzten Wochen immer wieder erleben. Die IS brüstet sich mit Massakern. Sie brüstet sich mit Massakern, sie stellt es ins Netz. Brutalste Szenen, wie wir sie nicht schlimmer vorstellen können. Sie hat es innerhalb geschafft, die letzten Wochen innerhalb von 3 Tagen 60 Dörfer zu überrollen. Alle jungen Männer über 12 Jahren wurden getötet. Die Frauen wurden vergewaltigt, sie wurden misshandelt. Es sollen über 5.000 gewesen sein insgesamt. Und die Frauen haben nur eine Chance. Die haben nur eine Chance, wenn sie bereit sind, sich zu bekehren. Wenn sie bereit sind, die richtig Gläubigen zu ehelichen, ansonsten werden sie zu Sklavendiensten missbraucht oder sie werden verkauft auf dem Markt. Man spricht davon zu 200 Dollar. Liebe Kollegen und Kollegen, es bleibt nur die Flucht für diese Menschen. Es bleibt nur die Flucht für ihre Frauen, für ihre Familien mit den Kindern. Wir sprechen davon jetzt von den 140.000 heute, die hier innerhalb von 3 Tagen geflohen sind über die syrisch-türkische Grenze. Und wenn es ihr es schafft,
Kobane einzunehmen, was sie ja vorhaben, dann wird sich diese Flugzahl auf über 400.000 erhöhen. Über 400.000. Man ist sprachlos. Man weiß manchmal, wenn man das sieht, wenn man hört, weiß man auch gar nicht, was kann man noch machen. Man ist verzweifelt. Und ich glaube, es gibt nicht genügend grausame Worte, um überhaupt zu beschreiben, was sich dort abspielt. Deswegen brauchen wir Lösungen. Uns ist unverständlich, was diese Dschihadisten für eine Anziehungskraft haben. Auch ins Ausland hinaus. Inzwischen soll es über 15.000 Foreign Fighters geben. 15.000 von außerhalb, junge Menschen, die hineinströmen in dieses Land, um diese Dschihadisten, um IS hier zu unterstützen. Und wir brauchen hier Lösungen, weil die Hälfte aller Flüchtlinge sind Kinder. Durch die Krise inzwischen in Syrien und seinen Nachbarländern sind 6,6 Millionen Kinder betroffen. Zehntausende davon sind bereits gestorben. Und ich bin froh, dass die internationale Gemeinschaft ihre Verantwortung hier annimmt. Und es muss noch mehr getan werden. Auch wir versuchen, unserer Verantwortung hier gerecht zu werden. Wir versuchen zu unterstützen mit humanitären Hilfen. Wir versuchen auch zu unterstützen mit UNICEF. Wir geben Soforthilfe. Unsere Minister stocken ihre Hilfen auf. Sie wissen, dass es notwendig ist. Und Herr Nuripur, ich bin auch froh, es wird einen Nachtragshaushalt geben vom Auswärtigen Amt, um auch die humanitäre Hilfe hier aufzustocken. Aber es ist auch notwendig. Die Not zwingt uns auch hier dazu. Aber ich glaube, alle von uns, die in Flüchtlingslagern unterwegs gewesen sind, die letzten Wochen und Monate, ob das jetzt Libanon gewesen sind, ob das im Irak gewesen sind oder wo wir sonst auch noch gewesen sind, wir haben auch eines festgestellt. Die Flüchtlingscamps wie früher sind eine andere Art der Flüchtlingscamps. Es sind Städte geworden, auch mit Einkaufszentren inzwischen. Die Menschen stellen sich darauf ein, dass sie nicht von heute auf morgen wieder zurückkehren können in ihre Heimat. Das bedeutet aber natürlich auch, es fehlt ihnen etwas. Es fehlt ihnen eine langfristige Zukunftsperspektive. Und das ist die Hoffnungslosigkeit. Es wachsen Kinder in Gewalt auf. Sie kennen nichts anderes als dieses Umfeld. Und das ist auch die Gefahr, was wir in diesem Zusammenhalt haben. Wir müssen ESI sagen, dass sie verwundbar sind. Wir müssen das auch den Menschen zeigen, dass sie diese Angst verlieren vor diesen Terroristen in diesem Zusammenhang. Ich bin dankbar für die UN-Resolution, die gestern gewesen ist, wo es endlich heißt, dass alle Länder der Vereinten Nationen verpflichtet sind, ein Gesetz zu erlassen, dass es nicht mehr möglich ist, Reisen zu terroristischen Zwecken, dass die unterbunden werden. Und so hoffen wir, dass sich wenigstens diese Foreign Fighters dadurch auch hier verringern. Wir dürfen nicht naiv sein. Wir wissen, ohne militärisches Eingreifen kann die Weltgemeinschaft dieser Lage nicht Herr werden. Deswegen sind wir auch froh, dass die USA hier aktiv geworden sind. Wir sind froh, dass sie von den Franzosen unterstützt werden. Wir sind froh, dass sie von arabischen Partnern unterstützt werden. Und wir müssen dies ergänzen. Wir müssen dies ergänzen mit politischer Intervention. Wir müssen es ergänzen mit humanitärer Hilfe, wie es wir auch bis jetzt schon machen, um die Not der Menschen zu lindern. Wir schulden der Türkei Dank für die Aufnahme der Flüchtlinge. Das muss man sagen. Immens, die Zahlen sind angesprochen worden. Unvorstellbar für uns. 1,6 Millionen. Es wird nicht das Ende der Fahnenstange sein. Das wissen wir auch. Wir müssen sie unterstützen. Und wir sind auch froh, dass Erdogan gestern das erste Mal sich bei der UN-Versammlung dazu bekannt hat, nämlich auch die internationale Gemeinschaft im Kampf gegen IS zu unterstützen. Es ist Zeit geworden. Das war eine Aussage, worauf wir lange, lange gewartet haben. Für uns war es nicht mehr verständlich, dass Rekruten in der Türkei, Frau Kollegin Wörl, denken Sie an die Redezeit. Ja, danke schön. Ausgebildet worden sind. Das ist Durchlass gegeben hat in den Iran durch die Türkei. Aber wir sind froh für diesen dankbaren Worten. Wir sind bereit, mit unseren internationalen Partnern hier in der Zukunft gemeinsam vorzugehen, unseren internationalen Partnerorganisationen, die dort vor Ort das menschlich Möglichste machen, gilt unser Dank. Und wir hoffen, dass die Kinder, die dort sind, auch in der Zukunft dann eine Perspektive haben. Vielen Dank, liebe Kollegin Kulum. Dagmar Wörl war das für die CDU-CSU-Fraktion. Sie ist die Vorsitzende des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die nächste Rednerin, Ute Fink-Krämer, für die SPD-Fraktion sitzt sie im Auswärtigen Ausschuss. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oben auf der Tribüne. Heute tagt, schon länger angekündigt, im Auswärtigen Amt
der Koordinierungsausschuss für humanitäre Hilfe. Seit 20 Jahren bringt er mehrmals im Jahr Vertreter der Bundesregierung und der humanitären Nichtregierungsorganisationen zusammen. Seine heutigen Themen, unter anderem Irak, Syrien und die Ebola-Krise in Westafrika, sind brandaktuell. Und ursprünglich war geplant, dass heute Mittag eine direkte Begegnung der Mitglieder des Bundestagsausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe mit diesem Koordinierungsausschuss stattfinden sollte. Leider haben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken, genau in diese Mittagszeit zwei namentliche Abstimmungen gelegt. Insofern musste das offizielle Gespräch abgesetzt werden und ich konnte mich nur kürzer als erhofft darüber informieren, was deutsche Hilfsorganisationen wie die Welthungerhilfe, Medico International und der Malteser Hilfsdienst derzeit im syrisch-türkischen Grenzgebiet leisten. Ich möchte diesen Organisationen und den weiteren Organisationen, die dort im Augenblick tätig sind, ausdrücklich an dieser Stelle für ihr professionelles Engagement vor Ort danken. Liebe Frau Hensel, sowohl gestern im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe als auch heute im Koordinierungsausschuss hat die Bundesregierung über die Situation in der Grenzregion berichtet. Auch die Hilfsorganisationen, die heute vertreten waren, haben berichtet, und die Berichte entsprachen nicht ganz dem, was Sie eben vorgetragen haben. Die Flüchtlinge kommen nach diesen Berichten zwar in der Tat nicht überall und sofort, aber doch sukzessive über die Grenze. Und die meisten bleiben auch nicht in der unmittelbaren Grenzregion, sondern fahren in Ortschaften weiter, in denen sie zum Beispiel bei Verwandten unterkommen können. Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat für den 28. Oktober, wie Gabriela Heinrichs eben schon erwähnt hat, nach Berlin eingeladen zu einer Konferenz, bei der über Hilfen für die Nachbarstaaten Syriens und des Iraks beraten wird. Das begrüße ich sehr und möchte dem Außenminister an dieser Stelle ausdrücklich dafür danken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland muss einen weiteren substanziellen Beitrag leisten, um seiner internationalen Verantwortung für die Flüchtlinge gerecht zu werden. Das betrifft sowohl die Haushaltsmittel für humanitäre Hilfe im laufenden Jahr, die gegebenenfalls im Rahmen eines Nachtragshaushaltes aufgestockt werden müssen, als auch die Mittel für 2015, die im vorliegenden Entwurf in der Tat viel zu niedrig angesetzt sind und daher im Rahmen der weiteren Haushaltsberatungen massiv aufgestockt werden müssen, wie es mein Kollege Frank Schwabe bei der Debatte zur ersten Lesung des Bundeshaushaltes 2015 bereits gefordert hat. Die Hilfsorganisationen und ihre lokalen Partner brauchen Planungssicherheit und die Flüchtlinge die Gewissheit, dass sie so lange Hilfe erhalten, wie sie benötigen. Neben Geld für die schon länger in der Region tätigen Hilfsorganisationen und für das UNHCR wird möglicherweise auch qualifizierte technische Hilfe nötig werden, wenn es darum geht, allen Flüchtlingen winterfeste Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Viele von uns Abgeordneten haben sich am Dienstag beim Technischen Hilfswerk darüber informiert, was diese Organisation beim Aufbau von Notunterkünften oder bei der Trinkwasserversorgung leisten kann. Übrigens zu über 98% durch den Einsatz von Freiwilligen, das heißt von ehrenamtlich Tätigen. Wenn die Türkei konkrete Hilfe in diesem Bereich bei der Bundesregierung oder der Europäischen Union anfordert, könnte das THW diese, wie in der Vergangenheit in anderen Ländern, schnell und effektiv bereitstellen. Ich möchte im Zusammenhang der heutigen Diskussion an die Grundprinzipien der humanitären Hilfe erinnern: Neutralität, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Menschlichkeit. Sie dienen dem Schutz sowohl derjenigen, die Hilfe leisten, als auch derjenigen, denen sie zuteil wird. Sie verhindern, dass Konflikte durch einseitige Hilfeleistung entstehen oder eskaliert werden. Humanitäre Hilfe darf nicht für politische Interessen instrumentalisiert werden. Besonders wichtig ist die Neutralität der humanitären Hilfe in bewaffneten Konflikten bzw. deren unmittelbarer Nachbarschaft. Deutschland hat sich 2003
nicht am Angriffskrieg der USA gegen den Irak beteiligt und lehnt jetzt zu Recht die Beteiligung an den Luftangriffen der USA auf den Irak und Syrien ab. Damit können deutsche Hilfsorganisationen in der Region glaubwürdig als unparteilich auftreten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns über die humanitäre Hilfe hinaus Gedanken machen, wie wir nicht nur mit Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit, sondern auch mit friedensfördernden Maßnahmen einen Beitrag dazu leisten können, die Lebenssituation der Menschen in der Region langfristig zu verbessern. Daher wird die heutige Diskussion sicher nicht die letzte zum Thema Türkei, Syrien, Irak gewesen sein. Dankeschön. Ja, der Befürchtung kann man sich anschließen, das, was hier Ute Fink-Krämer hier zum Abschluss ihrer Rede gesagt hat. Wir erwarten jetzt als Nächsten hier in der Aussprache Jörg Helmut für die CDU-CSU-Fraktion. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als wir vor einigen Monaten die ersten Informationen über damals noch ISIS erhalten haben, dann war da auch damals zu lesen, dass insbesondere die militärische Basis, ehemalige Offiziere der irakischen Armee diese Basis gebildet haben. Das hat mich seinerzeit schon mit Sorge erfüllt. Es ist in den letzten Wochen etwas in den Hintergrund geraten, allein aus der Situation heraus dieser unwahrscheinlichen Gräueltaten. Aber, meine Damen und Herren, nach wie vor, denke ich, ist die militärische Basis oder sind die militärische Basis gut ausgebildete Offiziere der irakischen Armee, eine Generation Enttäuschter, eine Generation, die nur darauf sind, Rache zu nehmen für ihren ehemaligen Diktator. Und Herr Humko, wenn Sie die Analyse und Aufarbeitung angesprochen haben, dann ist das sicherlich notwendig, heute und hier nicht der Zeitpunkt. Ich möchte Ihnen nur sagen, ich durfte vor knapp 40 Jahren, ich musste vor knapp 40 Jahren in meiner Lehrzeit unweit von Berlin, 50 Kilometer von hier, Militär-LKWs zusammenbauen, die in Größenordnung, meine sehr verehrten Damen und Herren, in den Irak gegangen sind und nicht nur Militär-LKWs, Militärberater, Militärtechnik, währenddessen es hier in der DDR an allen möglichen fehlten, hat dieses System die irakische Militär mit aufgebaut, mit unterstützt. Und meine herzliche Bitte, wenn Sie diese Geschichtsaufarbeitung oder die Analyse durchführen, dann vergessen Sie bitte diesen Teil der Geschichte nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als wir vor einigen Wochen mit der Frau von der Leyen, mit der Bundesministerin für Verteidigung in unserer Arbeitsgruppe die Situation erörtert haben, habe ich die Frage gestellt, wie belastbar sind die Informationen über diese Gräueltaten, über diese Zustände vor dem Hintergrund, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es nicht alles noch viel schlimmer. Und in der Tat scheint es so, in den letzten Tagen hat sich die Situation dermaßen zugespitzt, dass einem wirklich die Worte fehlen, Frau Roth, und man hätte es nicht für möglich gehalten, dass im 21. Jahrhundert so etwas noch möglich ist. Über die humanitäre Hilfe wurde hier schon viel gesprochen. Das kann man nur ausdrücklich unterstützen. Ich habe einfach die Befürchtung, dass aufgrund des nahestehenden Winters die Situation sich zuspitzt, dass die Materialien nicht ausreichen. Hier ist nicht nur Deutschland, hier ist die EU, hier ist die ganze Welt gefragt, alles Erdenkliche zu tun, um diese humanitären Hilfsleistungen in den nächsten Wochen noch zu verstärken. Ich möchte noch mal, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf den UN-Sicherheitsrat eingehen. Herr Ahn, Sie haben es erwähnt. Ich möchte es noch mal betonen. Es ist ein ermutigendes Signal, dass die Resolution einstimmig getroffen wurde. Wenn wir uns zurückerinnern, das hat es so oft nicht gegeben bei solchen Konflikten.
Das ist aber nur der erste Schritt. Und unser Außenminister ist, ich glaube, im ZDF gestern Abend in einem Interview sind Fragen gestellt worden. Natürlich zwei Fragen sind mir haften geblieben. Das erste, wie wird die Hilfeleistung Deutschlands eingeschätzt? Ist das ausreichend? Und er hat geantwortet, dort, sage ich mal, im Rückblick auf die Gespräche, das ist überhaupt nicht das Thema. Die Unterstützung und die Hilfe findet dort eben bei der UN allergrößte Anerkennung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich denke, das sollte man hier an dieser Stelle auch mal erwähnen. Und die zweite Frage war, wie stellen Sie sich denn die Umsetzung vor? Die ist doch nicht einfach. Na ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, und so hat es der Minister, unser Außenminister, auch gesagt, daran werden wir noch viele Wochen arbeiten. Das wird noch ein Stück Arbeit werden, das umzusetzen. Es gibt ja da eine Vielzahl von Problemen. Aber trotzdem, dieser einstimmige Beschluss, das sehe ich als außerordentlich ermutigendes Signal. Und zum Schluss, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Agieren der Türkei, das werden wir in den nächsten Wochen oder in den nächsten Tagen und Wochen intensiv beobachten. Einerseits am Wochenende erst Grenzöffnung, dann wieder Schließen der Grenzen. Einerseits diese ominösen Verhandlungen, was die Geiselfreinahme betrifft. Und auf der anderen Seite gestern am Rande der UNO-Vollversammlung sein Votum oder sein Bekenntnis mit einzusteigen in die Front gegen die ISIS-Bekämpfung. Da werden wir ihn in den nächsten Tagen und Wochen beim Wort nehmen. Vielen Dank. Jörg Helmuth war das für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, natürlich der Blick immer wieder auch auf die Türkei und auf das Verhalten der Türkei. Es gibt heute Meldungen, wonach der IS in Syrien bereits bis an die südtürkische Grenze vorgedrungen ist. Das wird wahrscheinlich die Situation dort auch noch mal ein wenig verändern. Der letzte Redner in der Aktuellen Stunde, jetzt Thorsten Frei für die CDU-CSU-Fraktion. Die Bilder des arabischen Frühlings und das, was wir damit verbunden haben, hat sich in Luft aufgelöst. Die arabische Welt und ihre Ordnung ist in der tiefsten Krise seit dem 13. Jahrhundert. Und es gilt nicht nur für das, worauf wir jetzt den Fokus hauptsächlich legen, für Irak und Syrien. Das gilt genauso für den Jemen und es gilt genauso für Libyen. Und wenn wir uns anschauen, was sich in den vergangenen Tagen ereignet hat, an der syrisch-türkischen Grenze, es ist vielfach beschrieben worden, dann ist es in der Tat entsetzlich und kaum vorstellbar. Wenn innerhalb von wenigen Stunden 130.000 Menschen an die türkische Grenze gedrängt werden, in die Türkei fliehen, dann ist es etwas, was für uns kaum vorstellbar ist. Und es ist vollkommen klar, dass wir in einer solchen Situation helfen müssen und dass uns auch klar sein muss, dass das in der Tat nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern angesichts von 1,8 Millionen Binnenflüchtlingen in Irak und Syrien letztlich noch einiges bevorsteht. Und deshalb möchte ich zum Schluss der Debatte vier wesentliche Aspekte benennen, die aus meiner Sicht hier Not tun. Zum einen, natürlich müssen wir Flüchtlinge aufnehmen. Selbstverständlich. Und es erfüllt mich auch mit großem Respekt, wenn ich sehe, was beispielsweise in der Türkei passiert. Im Libanon, auch in Jordanien, dann sind das ganz enorme Leistungen, die die Länder dort vollbringen. Aber Fakt ist eben auch, dass außerhalb der Region kein anderes Land so viel tut, um Flüchtlinge aufzunehmen, wie das Deutschland macht. Und ich möchte an dieser Stelle eines sagen. Es kann, glaube ich, auch nicht das Ziel sein, dass wir so viele Flüchtlinge wie möglich zu uns holen und hier aufnehmen. Denn die möchten ja nicht ihre Heimat verlassen. Die möchten nicht nach Deutschland und Europa. Die fliehen aus ihrer Heimat, weil sie vertrieben werden von Terroristen, die völlig verroht sind, die sie aus ihrer Heimat vertreiben, die sie massakrieren und abschlachten. Und dort müssen wir helfen, hier bei uns, aber auch unmittelbar vor Ort. Es ist angesprochen worden, der Winter steht vor der Tür und deshalb muss es schnelle Hilfe geben. Und ich bin dankbar dafür, dass wir auch die haushaltspolitische Flexibilität haben, darauf entsprechend zu reagieren. Lassen Sie mich einen weiteren Aspekt benennen. Es ist in der Tat so, dass es nicht reicht, nur die Symptome zu bekämpfen,
sondern muss auch an die Wurzel des Übels. Und deshalb ist es richtig, die Terrororganisation IS mit allen Kräften zu bekämpfen. Wir haben am 1. September hier im Bundestag gerungen, als es darum ging, ob wir den kurdischen Peschmerga Waffen liefern. Und damals und wenig danach hat unser Außenminister gesagt, niemand war so naiv zu glauben, dass mit ein paar Gewehren an die Peschmerga das Problem des IS aus der Welt zu schaffen ist. Richtig ist es. Wir brauchen in der Tat eine international abgestimmte Strategie. Und da geht es darum, dass man Geldströme kappt. Da geht es darum, dass man die ethnischen und religiösen Gruppen integriert in diesen Prozess. Dass man vor Ort die Akteure ertüchtigt, sich selbst zu helfen, so wie wir es im Nordirak getan haben. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich warne auch davor, zum jetzigen Zeitpunkt alles andere auszuschließen. Ich glaube, es ist notwendig, dass die Amerikaner mit Luftschlägen versuchen und helfen, die unmittelbare Not dort zu bekämpfen, indem man unmittelbar die ISIS angeht. Und ich halte es für falsch, wenn wir, ohne die Lage abschließend beurteilen zu können, dieses grundsätzlich ausschließen. Und es ist darüber hinaus auch fraglich, ob das ausreicht oder ob man nicht noch sehr viel mehr tun muss, wenn man nicht einen Jahre- oder gar jahrzehntelangen Konflikt an dieser Stelle haben möchte. Auch das müssen wir bedenken. Und ein letztes will ich erwähnen als vierten Punkt. Es geht aus meiner Sicht auch darum, die Sicherheit der Menschen bei uns im Land zu gewährleisten. Und die ist in der Tat in Gefahr. Wenn man sieht, dass 400 gewaltbereite Menschen aus Deutschland sich dem IS angeschlossen haben, wenn wir davon ausgehen müssen, dass mindestens 25 kampferprobte Dschihadisten wieder zurückgekehrt sind nach Deutschland, dann glaube ich, dann müssen wir auch in diesem Bereich den gesetzlichen Rahmen bis zur Neige ausschöpfen. Wir müssen denen, die als Doppelstaatler sozusagen hier tätig sind, die so weit vom Boden des Grundgesetzes und seiner freiheitlich-demokratischen Grundordnung sich entfernt haben, Pässe entziehen. Wir müssen alles tun, damit deutlich gemacht ist, dass wer so etwas tut, letztlich auch das Rückkehrrecht verwirkt hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und lassen Sie mich ganz zum Abschluss sagen, in der Tat, es kommt auf eine international abgestimmte Lösung an, die die Kräfte vor Ort integriert. Und da ist es richtig, dass dazu auch der Iran gehört, ob uns das gefällt oder nicht. Und es ist auch richtig, dass dabei auch die Türkei eine ganz wesentliche und zentrale Rolle spielen muss. Und ich schließe mich insofern den Vorrednern an. Es ist ermutigend, was wir in den letzten 48 Stunden von Staatspräsident Erdogan gehört haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thorsten Frey war das für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, der letzte Redner hier in dieser aktuellen Stunde.